Ich möchte in diesem Video ein wenig Licht in das Dunkel der Logarithmen bringen. Wir schauen uns zunächst mal die Standarddefinition des Logarithmus zu einer Basis b an. Y und b sind reelle Zahlen, die positiv sind, wobei b nicht 1 sein darf, b ungleich 1. Der Logarithmus von y zur Basis b ist diejenige Zahl x, mit der man b potenzieren muss, um y zu erhalten. Das heißt, wir schreiben b hoch x ist gleich y. Dafür schreibt man x ist gleich Logarithmus zur Basis b von y. Was hier steht, wird also gelesen Logarithmus zur Basis b von y. X selbst heißt der Logarithmus, b selbst heißt die Basis und y ist der sogenannte Numerus. Ich werde mal drei Beispiele zeigen. Wir haben also Logarithmus zur Basis 2 von 8. Das ist 3. Warum ist das 3? 2 ist die Basis, das entspricht also dem b. Die Zahl 8 entspricht dem y. Und wir müssen es ja hinbekommen, dass b hoch x gleich y ist. Das heißt, 2 hoch irgendetwas muss gleich 8 sein. Und das ist dann erfüllt. Und genau dann erfüllt, wenn dieses irgendetwas gleich 3 ist. Also 2 hoch 3 gleich 8 ist äquivalent zu Logarithmus zur Basis 2 von 8 gleich 3. Wie sieht das hier aus? Logarithmus zur Basis 7 von 49 ist gleich 2. Woran liegt das? 7 hoch 2 ist gleich 49. Die 49 ist also y. Die Basis ist 7, b gleich 7 und x ist gleich 2, das heißt der Logarithmus ist gleich 2. 7 hoch 2 gleich 49. Ein letztes Beispiel, Logarithmus zur Basis 5 von 125. Wir suchen also diejenige Zahl, mit der man 5 potenzieren muss, um 125 herauszubekommen. Und das ist auch wieder 3, weil 5 hoch 3 gleich 125 ist. Hier steht dann also 5 hoch 3 gleich 125. In diesem Beispiel ist 5 die Basis, 3 ist der Logarithmus und 125 ist der Numerus. Man kann auch schwierigere Beispiele sich anschauen, die versteht man allerdings erst, wenn man die Logarithmengesetze kennt und die werden wir uns im nächsten Video einmal anschauen.